So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video, meine Freunde. Ihr seht, es ist Weihnachtszeit. Oder ihr wisst es besser gesagt, es kam wieder lange Zeit gar kein Video mehr. Woran lag's? Da wollte ich jetzt auch gar nicht so lange thematisieren. Ich hatte keine Ideen, keine Lust, viel zu tun in der Schule und all dem. Alles da drum und dran. Und auch jetzt ist eigentlich noch ziemlich viel Stress in der Schule, weil die Klausurphase halt bis zu den wichtigsten Weihnachtsferien geht. Und danach dann halt erstmal eine kleine Pause ist, wo dann auch wahrscheinlich wieder mehr kommen wird. Aber ich wollte jetzt auch trotzdem nochmal ein Video raushauen vor Weihnachten. Und ich habe mich heute auch ein bisschen weihnachtlich angezogen. Hier mit dem schönen Rudolf-Pulli mit der geilen Nase. Extra für euch. Und habe mir auch was Kleines Weihnachtliches ausgedacht. Also eine kleine weihnachtliche Videoidee. Und ja, wie wahrscheinlich, also ist bei uns in der Schule eigentlich fast jedes Jahr so gewesen, dass man wichtelt. Und ich wollte heute euch einfach mal 5 Wichtelgeschenke vorstellen, die für, sag ich jetzt mal, für Schule oder auch für jetzt Erwachsene, wenn man halt ein bisschen größere Beträge hat, gut sind. Und ja, dann fangen wir direkt an mit Nummer 1. Das ist einfach ein Amazon Echo Dot, sag ich jetzt mal. Alexa, spiele Weihnachtsmusik. Nee, Spaß, Leute, ich habe keinen Alexa und auch keinen Amazon Echo Dot. Aber ich habe trotzdem 5 Produkte für euch und dann fangen wir auch direkt mit dem ersten an. Und das ist das Fitnessarmband hier von Xiaomi. Ich weiß nicht, hier wird jetzt auch immer der Preis eingeblendet und auch unten werden die Amazon-Links für die ganzen Sachen da sein. Ist auf jeden Fall ein Fitnessarmband, soweit ich weiß, kostet es ca. 30 Euro bei Amazon oder sogar weniger. Es kommt aus China, also das ist eine chinesische Firma, also glaube ich, wird gar nicht aus China geliefert in dem Fall. Und ist halt ganz lustig, weil das halt nicht so groß ist. Man kann es mit dem Handy verbinden und damit halt seine Schritte und sowas auswerten am Ende des Tages oder am Ende der Woche. Und es zeigt halt die Uhrzeit an, wenn man einmal draufklickt, dann die Schritte und es kann sogar den Puls messen. Wenn man das möchte, dann muss man einfach ganz kurz warten und dann hat man den Puls. Ich habe jetzt einen 65er Puls zum Beispiel und ich meine, es ist auch jetzt nicht so auffällig, am Handgelenk zu tragen. Einfach easy peasy. Nice. Und dann kommen wir zur zweiten Idee. Die zweite Idee ist vielleicht auch mehr was für ein Schulweihnachtswichtel. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer sie waren. Das sind so Weihnachtssocken einfach. Hier steht halt Holy Night, Santa Baby, Wonderland, Winter Wonderland. Diese ganzen so Weihnachtsbegriffe, sag ich mal drauf. Und einfach warme, rote, weiße Socken in dem Fall. Die ganze halt ist halt, glaube ich, 5 Euro oder 3 oder sowas hat nur gekostet und in der Schule war es meistens so, dass 5 Euro der Betrag ist, der halt angebracht war, der halt vorgesagt war, dass man das machen soll. Deswegen wäre das auch perfekt, haben wir noch von mir aus ein paar Schokoladen oben reinstecken, also irgendwas Süßes, weiß nicht was, Schokolade ist eh immer eine super Idee, aber die habe ich jetzt nicht mit aufgeführt. Und dann kommen wir zum dritten. Das dritte sind Gutscheine. Wie ihr seht, das ist jetzt einmal Google Play im Wert von 15 Euro, glaube ich, war der damals. Also die sind alles schon gebraucht. 10 Euro Spotify oder einfach eine Kinokarte von Cineplex. Wo ich mir persönlich immer sage, kann man nie was mit falsch machen, wenn man so einen Mittelbetrag haben will, die 5 Euro vielleicht die Schule übertroffen, so einen Freundeskreis, auch unter jetzt einen Jugendlichen noch, dass man sagt, ja komm, 10 Euro machen wir daraus, da kann man einen schönen Gutschein schenken. Spotify, um Musik runterzuladen, ist immer gut, vor allem in der Weihnachtszeit, wenn man Ferien hat, gut viel Musik hören kann, möchte oder einfach mal ins Kino gehen möchte oder wenn man, weiß nicht, ein neues Handy zu Weihnachten bekommt, dann ist eine Google Play Karte oder eine iTunes Karte auch immer eine gute Idee oder einfach ein Amazon Gutschein. Muss man natürlich immer selbst wissen für die Person, die mit denen, der man es schenkt, weil man muss ja wissen, was die will und meistens kennt man die Leute ja auch einigermaßen gut, dass man das weiß. Und jetzt kommen wir auch schon zum vierten Weihnachtsgeschenk. Und das vierte wichtige Geschenk ist wieder ein bisschen teureres und vielleicht auch mehr für die, sag ich jetzt mal, Erwachsenen, die wichteln. Das sind nämlich hier die Soundband Curves von Anker. Die haben jetzt, glaube ich, bei Amazon 30 Euro gekostet. Das sind halt diese schönen Bluetooth-Kopfhörer, die man einfach so sich ummachen kann. Die man einfach so schön um sich machen kann, in die Ohren steckt, hier mit dem Bügel auch übers Ohr, wie ihr sehen könnt. Und so auch damit Sport machen kann. Ich habe es eigentlich, glaube ich, noch nie wirklich ausprobiert. Fahrradfahren ist auf jeden Fall super. Laufen habe ich persönlich noch nie ausprobiert, aber auch sonst, die sind auf jeden Fall für ihren Preis sehr gut. Ich meine, hier 14 Stunden Akku tatsächlich drauf, würde ich auch sagen, also 12 oder so kommt man auf jeden Fall. 14, ich habe das jetzt nie gestoppt oder so.
halt auch Spritzwasser geschützt, also wenn man da beim Regen oder beim Schnee mal laufen geht, auch gar kein Problem. Und für 30 Euro meine ich in so einem Erwachsenenfreundeskreis, weiß ich nicht, Wichtelaktion, ist das immer eine ganz lustige Idee, weil, keine Ahnung, Sport machen ja doch viele jetzt und mit Musik macht es meistens mehr Spaß, wenn man jetzt keinen zum Beispiel Laufpartner hat oder Fahrradfahrpartner, macht man es ja gerne mit Musik. Deswegen kann ich euch die empfehlen. Und das letzte Produkt, da kommen wir jetzt zu, das ist einfach, das habe ich jetzt leider nicht hier, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, man kann bei DM, ist auch, also es ist auch wieder eher für Schüler oder Jugendliche halt gedacht, die jetzt noch bei kleinen Summen bleiben oder auch Freundeskreis unter Erwachsenen, die bei kleinen Summen bleiben, muss ja jeder selbst wissen, aber es ist halt auch wieder ein billigeres Geschenk eher. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man kann bei DM auf jeden Fall alle DM-Hausprodukte auf der Website, soweit ich weiß, auswählen. Und da könnt ihr dann einfach einen Text unten auf die, sag ich jetzt mal, eine Deo-Flasche schreiben. Dann steht da statt Deo-Bestäuber, steht dann da Merry Christmas oder Frohe Weihnachten oder weiß ich nicht was. Und man kann auch statt dieses, da sind weiß nicht was drauf, kann man dann da Emojis einfügen, Bilder einfügen oder was auch immer machen. Und dann kann man das halt einfach bestellen und es kostet, glaube ich, nicht mehr als das Produkt an sich kostet. Also 3, 4 Euro, wie viel so ein Shampoo kostet, aber ich glaube schon. Und ja, das finde ich auch immer ganz, eigentlich eine ganz geile Idee, weil es ist halt so ein bisschen persönlich. Man kann auch von mir aus, also ein persönliches Bild, wenn man doch gut mit der Person befreundet ist, also sie lange kennt, hat man bestimmt ein paar Bilder zusammen, die man auch da einfügen kann. Man kann auch, glaube ich, bis zu 6 Bilder einfügen. Finde ich immer eine ganz lustige Idee so. Und da kann man auch, wie gesagt, ein paar Süßigkeiten dazu tun, wenn man jetzt sagt, komm, ich will nicht so einfach so eine Flasche schenken, einfach noch was dazu tun, ein bisschen verzieren. Und dann ist das auch ganz lustig. So, meine Freunde, das war's von diesem Video schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und möglicherweise habe ich euch ein paar gute Tipps gegeben, weil jetzt kommt die Zeit, wo man Wichtelgeschenke kauft und vielleicht ist es jetzt ein guter Tipp von mir dabei gewesen, den ihr jetzt auch nehmt, also kauft. Wenn ja, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr gekauft habt, würde mich interessieren oder wie ihr das Video generell fandet. Sonst wollte ich mich über eine positive Bewertung freuen und auch gerne über ein Abo. Und wir sehen uns dann aller später in den Winterferien, also in den Weihnachtsferien wieder. Ich hoffe schon früher. Bis dahin, genießt euer Leben, genießt die Weihnachtszeit, auch wenn, glaube ich, in vielen Schulen noch Klausurphasen sind. Und das natürlich ein bisschen schwieriger ist, aber macht doch was aus eurem Leben und setzt nicht den ganzen Tag vorm Schreibtisch. Haut rein, bis dahin, ciao.